Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 30. Mai 2013. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, diese Zeit lehrt uns in gewisser Weise Demut, weil wir immer wieder erkennen, dass unsere Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben, nicht unbedingt dementsprechend, wie sie in Wirklichkeit sind. Das sehen wir beispielsweise am Wetter. Wir haben bestimmte Vorstellungen und Wünsche, wie das sein soll, aber das Wetter macht, was es will. Daran können wir auch erkennen, dass wir nicht auf alles Einfluss haben. Es gibt einfach Dinge, die sind uns über. Deswegen gilt es in dieser Zeit des Zwillings, gut zu unterscheiden zwischen den Dingen, die wir verändern können und den Dingen, die wir nicht verändern können und die wir dann nur mit möglichst viel Demut hinnehmen können. Ja, gestern war ein Tag der Luftzeichen, Sonne im Zwilling, Mond im Wassermann. Heute ist nochmal so ein Tag. Das heißt, auch heute dürfen bestimmte Dinge leicht und locker gehen. Kann einfach eine gewisse Harmonie auch herrschen. Aber der Freitag wirft schon seine Schatten voraus und beeinflusst auch die Stimmung und Energie des heutigen Tages. Denn morgen am Freitag wird es einige Veränderungen geben im astrologischen Bild. Das eine ist, dass heute Nacht um 2:30 für die meisten von uns tief im Schlaf der Mond den Wassermann verlassen wird und ins Zeichen Fische wechseln wird. Im Wassermann heute noch eine geistige Stimmung, der Wunsch, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und über Themen zu kommunizieren, die uns gleichermaßen interessieren, Wege zu suchen, wie wir freier sein können. Der Mond in den Fischen geht viel stärker in die Emotionalität dann morgen, geht viel stärker in die Gefühle, in die Stimmung auch. Also weniger der Geist, sondern die Stimmung beeinflussen dann die Energie des Tages. Dann wird morgen früh auch Merkur, hier schon im 29. Grad der Zwillinge, ins Zeichen Krebs wechseln. Merkur, das Denken und Kommunizieren, verlässt also seine eigene Domäne, die Zwillinge, wo er sich wohlfühlt, in den Krebs, wo er viel mehr von subjektiven Gefühlen beeinflusst wird. Wir sehen also morgen so einen gewissen Schub ins Emotionale hinein durch Merkur im Krebs und Mond in die Fische. Dann wird aber auch morgen Mittag, auch das schon mal vorangekündigt, der Mars vom Stier in die Zwillinge wechseln, was eben auch bedeuten wird, dass Mars seine Festigkeit verliert und ins geistig luftige Zeichen Zwilling wechselt. Darüber morgen noch mehr. Auch wird es morgen zum Halbquadrat von Sonne und Mond kommen. Dazu auch morgen mehr. Heute Abend, wie gestern schon angekündigt, halte ich einen Vortrag zum Thema Beruf und Berufung im Spiegel der kosmischen Gesetze. Heute Abend um 19 Uhr in der Nähe von Kiel. Schaut auf meine Webseite, wenn es euch interessiert. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen früh hier wieder zum Tageshoroskop versammeln. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.